Ja, hallo Leute, heute wollte ich euch mal was zeigen. Und zwar ist das hier die holländische Magazintasche. Die gibt es bei A&C. Und in dieses Täschchen passt ganz genau auch der BW Speedcocker hinein. Und man kann auch noch ein paar kleinere Sachen dran reintun, zum Beispiel einen Windschutz. Hier hinten hat er schöne Klammern, so dass man das auch an Molle befestigen kann. Und so ist er immer gut verpackt. So, und zu dem Speedkocher wollte ich euch mal zeigen. Den habe ich ein bisschen modifiziert. Machen wir mal die Brennstofftabletten mal raus. Und zwar habe ich mir hier so Bleche gebastelt, die einfach umgebogen. Die haben die Maße 6 auf 5, also 6 und 5. Davon wird 1 cm umgebogen. So, die steche ich dann mal hier rein. Dann habe ich noch so einen Satz von den Blättchen. Und der wird gekippt. Und hier habe ich eine Dose, einen Dosenkocher selbst gebaut aus 2 Getränkendosen. Und der darf aber nicht höher sein wie der Speedkocher. Ein kleines bisschen tiefer muss es sein, dass auch der Brennabstand gewährleistet ist. Und diese Plättchen schieben wir hier rein. So dass es einrastet. Und hier noch rein. So, und jetzt haben wir einen schönen Spirituskocher mit Windschutz, wo der Tatonka Cup genau drauf passt. Da wackelt nichts. Da wackelt gar nichts. So, dann gucken wir uns das nochmal von der Seite an. Da ist schön Luft dazwischen, damit die Flammen auch hochsteigen können. Und die Sache holt ganz wenig Platz weg. So, dann tun wir das mal wieder auseinander. Die Platten kann man so zusammen machen. Und so zusammen. Dann legt man sie hier rein. Klappt den ganzen Kocher zusammen. In die Tasche und man hat ein schönes Kochset zusammen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte um Kommentare. Bis dann, euer Zari Survival.